Ach je. So, die erstmal loswerden. Okay, in so eine Horde reindashen, keine gute Idee. So. Ich habe auch das Gefühl, Fledermäuse sind so eine Art Warnwächter. Die einfach alles in ihrer Umgebung triggern können. So, weg mit euch. Diamant, aber sonst ist nichts hier unten. Also eine Sackgasse. Ja, und Fledermäuse haben auch einen verdammt hohen Aggro-Radius. Da wäre der Weg weiter runter, aber den wollen wir erstmal noch nicht. Da drüben sind noch Gegner. Puh. Ja, nehmen wir mal unseren Heiltrank lieber. Sicher ist sicher. So, die sind weg. Die sind auch weg. Coded Error. 20% Chance, einen Gegner für 4 Sekunden zu vergiften. Oh, nehmen wir gerne mit. So, geben wir hier unser Zeug ab. 2 Erz und Gold. Und ja, dann können wir auf die nächste Ebene gehen. Und ja, ich habe mehr Leben in diesem blöden Fallenraum verschwendet, als ich eigentlich sollte. Gut, kommt jetzt schon. Ja, hier kommt schon der Boss. Der Steingolem. Au, okay. Ja, als Nahkämpfer ist der gar nicht mal so leicht. Au. Weil er uns einfach mal so töten kann. Okay, wir haben immer noch zu viel Geld und immer noch nicht genug Erz. So, dann schalten wir mal das Schild frei. Wenigstens.
Und ja, sagen unserem Alchemisten hier Hallo, den wir ja unten kennengelernt haben. Mixing Potions is my specialty, but I'm missing ore. Ja, nun brauche ich das auch Erz. Also, nächste Runde in den Dungeon. Wenigstens haben wir jetzt unser Schild-Upgrade. Oh, da habe ich ein Secret gesehen. Da wäre schon der Aufzug. Da ist eine ganze Horde. Ein Fledermäusen hinter mir her. So, ein Secret. Mail of Thorns plus 2 Armor returns 15 Damage. Way. Das ist ein nettes Secret. Wir nehmen weniger Schaden und der Gegner kriegt einfach Schaden. Au. Da war ich zu schnell. Ah, halb so schlimm. Oh, da hat mein Gegner Nahrung gedroppt. Hey, cool, da wäre ein Bronzeschlüssel sogar für die Kiste. Also benutzen wir den auch gleich mal, um an den Inhalt der Kiste zu kommen. Ring der Heilung. Health-Regeneration für 0,2 die Sekunde. Na, ist jetzt nicht viel, aber ist wenigstens etwas. So, da wäre der Weg runter. Da wollen wir aber noch nicht lang. Au. Defenders Herbarde. Was macht die nochmal? Gegner für 2 Sekunden. Entwaffnen. Ja, Gegner für 2 Sekunden entwaffnen ist auch nicht gerade unpraktisch. So, den Apfel brauchen wir gerade nicht. So, die sind alle gestorben. Ja, toll, kein Erz, nur ein bisschen Geld. Also, der erste war jetzt nicht sonderlich. Ergiebig, sag ich mal. Oh, gleich noch ein Bronzeschlüssel. Fledermäuse. Oh, und wieder so ein Teil. Also müsste das so sein. Ja, ja. Ja, okay. Also der Schalter für den, der Schalter für den und der für den. Das ist die Reihenfolge. Und da hätten wir Erz. Gut. Bringen wir Potion. Ah, 5 Sekunden Movement Speed, wenn ich meine Potion getrunken habe. Okay. Also 5 Sekunden Movement Speed Buff. Ja, und das ist manchmal vorteilhaft, die Fallen gegen die Gegner verwenden zu können. Na, kommt. Au. So. Noch mehr Erz. Au. Aber in der Gegnermeute stehen, keine gute Idee. Gucken wir erstmal, was hier ist.
jede Menge Geld, das nehmen wir gerne mit. Ah, da gucken wir erstmal hier oben fertig. Au. Da war ich jetzt richtig unvorsichtig. Und uns fehlt immer noch das Erz. Ich hätte erst das Erz abgeben sollen. Na. Aber wenigstens ist hier gleich ein Erz diesmal. Und ja, daran merkt man, das ist jetzt wirklich ein richtiges Roguelike geworden. Man stirbt viel öfter. Oh, Hinterhalt. Die Dungeons sind viel mehr random, was manchmal gut und manchmal schlecht ist. Den Spawner weg. So. Das hat uns wieder ein paar Mal getroffen, aber wir sind zum Glück diesmal etwas glimpflicher durchgekommen. Ja, wir haben eine ganz langsame Lebenspunktregeneration, wenn ihr mal aufpasst. Jetzt sind wir bei 69, ja. Müssten aber auch irgendwann auf 70 kommen. Da, jetzt sind wir auf 70, also sehr langsame Lebenspunktregeneration. Im Gegensatz zu unserer Mana-Regeneration. Ich würde mal vorschlagen, nach diesem Tod. Sehr schön viel Erz. Oh, eine Quelle. Das heißt, ich kann mal unseren Heiltrank benutzen. Ich kann jetzt noch den restlichen Dungeon erkunden. Genau, davon kann er nachher an der Quelle. Ja, das war schon mit dem Dungeon. Kann an der Quelle mich heilen und meinen Trank wieder auffüllen. So, Erz. So, refilled. Wir geheilt. Die Quelle muss sich jetzt erst wieder erholen. Also was heißt erholen? Die Quelle ist für diesen Run depleted. Oh, und hier ist dunkel. Ah, schön, dass der Aufzug gleich hier ist. Au. Fängt ja schon mal gut an. So, da kommen wir heil raus. Gut.
Au. Gut, das war mein Trank mal wieder. Wow, da sind viele. Wow, da ist jetzt sehr viel Viehzeug hinter mir her.